Heute zeige ich dir ein komplett unterschätztes Plugin, das mit Sicherheit auch du in deiner Digital Audio Workstation hast und von dem du wahrscheinlich gar nicht wusstest, was für ein mächtiges Werkzeug es für Mixing und auch für Sounddesign sein kann. Ich zeige dir mal kurz ein paar Beispiele, was du damit machen kannst und dann legen wir los. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Aber auch wenn du Logic Pro nicht hast, kannst du mit diesem Plugin die Effekte in deinem Musikproduktionsprogramm ganz einfach nachbauen. Ich bin hier immer noch nicht im Studio, sondern zu Hause, weil ich noch in Quarantäne bin, weil ich auf Auslandsreise war. Deswegen hier noch ein bisschen improvisiertes Setup. Also legen wir gleich los. Die Rede ist vom Tremolo. Mit einem Tremolo habe ich diese ganzen Effekte, die ich dir jetzt hier im Intro gezeigt habe, gebaut. Und ich zeige dir mal hier das erste Beispiel und dann schauen wir mal, was dieses Tremolo so kann oder wie das klingt. Okay, was du hier hörst, ist einfach so eine Bassdrum auf jede Viertel und einen Logic-internen Flächensound von Alchemy, glaube ich, habe ich den genommen. Was ich jetzt mache, wenn ich das Tremolo hier direkt reinlade, was dann passiert ist, dass du diesen typischen Effekt hörst, den dieses Tremolo erzeugt. Das ist jetzt einfach der Benutzerstandard. Ich habe es direkt in Kanalzug geladen und schalte es mal zu. Also dieser typisch wabernde Effekt, den du bestimmt auch schon auf Gitarrensounds oder anderen Sounds gehört hast. Was bei einem Tremolo technisch passiert ist, dass es die Amplitude des Eingangssignals moduliert und so periodische Pegelschwankungen erzeugt. Das wäre so die technische Erklärung dazu, aber wie gesagt, dieser wabernde Sound, das ist so typisch für diesen Tremolo-Effekt. Man kann aber jetzt natürlich auch noch ganz andere Sachen machen mit diesem Tremolo. Und was sehr spannend ist, jetzt gerade auf solche Flächensounds, das ist der sofortige Pumping-Effekt. Ja? Den kannst du erzeugen. Du kennst das bestimmt, wenn so Flächen pumpen. Und normalerweise dauert das immer relativ lang. Du musst einen Kompressor einsetzen, den musst du sidechainen, womöglich noch über einen Ghost-Trigger. Und es ist immer ein bisschen relativ kompliziert, mit dem Routing das aufzubauen. Was viele nicht wissen, ist, dass du das mit dem Tremolo auch machen kannst. Du hast vielleicht nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten, aber in den meisten Fällen reicht das, um so einen pumpenden Sound auf eine Fläche zu erzeugen. Und es geht viel schneller. Dazu müssen wir erst hier die Phase, das siehst du hier unten, auf 0 runterbringen, sodass beide Kanäle sich gleich verhalten von diesem Tremolo. Und was du jetzt hörst, ist schon so eine Art Pumpen. Er pumpt jetzt allerdings genau mit der Bassdrum mitten, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja so ein Fake-Sidechaining erzeugen, und zwar, dass die Fläche runtergedrückt, dass es so klingt, als würde die Fläche von der Bassdrum runtergedrückt. Und das machst du hier über Symmetry, über Smoothing und auch über Depth. Denn hier kannst du praktisch diese Wellenform, das siehst du hier, verstellen und formen. Ja? Und ich probiere jetzt mal, diesen Pump-Effekt hinzukommen, indem ich genau diese Wellenformen hier so einstelle, damit ich diesen Effekt hinbekomme, dass es so klingt, als würde die Fläche tatsächlich getriggert durch die Bassdrum. Also somit hast du praktisch sofort einen Pump-Effekt, den du in Sekundenschnelle einstellen kannst. Ja? Du hast, wie gesagt, nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten hier, aber es geht ruckzuck. Ich habe hier noch per Offset diese Wellenform ein bisschen nach hinten geschoben, sodass es noch realistischer klingt, wie wenn die Bassdrum diese Fläche runterdrücken würde. Kommen wir mal zum nächsten Beispiel und hören wir uns mal diesen Bass hier an. Was
Was du hier jetzt hören kannst, ist, dass dieser Bass so einen, ja, so einen phasigen, flangigen Sound irgendwie hat, der schon jetzt ganz cool klingt, aber auch hier würde ich gerne noch mehr Bewegung reinbringen. Und das mache ich jetzt auch wieder mit dem Tremolo, das ich mir jetzt hier mal reinlade in der Standardeinstellung. Und ich möchte einfach mehr Bewegung reinbringen und möchte diesen Bass hier rhythmischer machen. Ich gehe mal in die Standardeinstellung hier. Und ich möchte jetzt nicht, dass der Bass pumpt, sondern ich möchte so eine Art Arpeggio- oder Note-Repeater-Effekt erzeugen, dass der Bass rhythmisch so ein bisschen mitwabert und nicht nur diese Viertel mitspielt. Jetzt hier auf 16. Ja, und somit kannst du deinen Bass rhythmisch wabern lassen in der Geschwindigkeit, sage ich mal, die du möchtest. Gehen wir mal weiter zum nächsten Beispiel. Ich habe hier unten genau das gleiche Pad nochmal reingeladen und auch das möchte ich jetzt zerhacken. Also ich möchte jetzt nicht, dass diese Fläche pumpt, sondern ich möchte sie so ähnlich wie den Bass komplett zerhacken, dass ich mehr oder weniger einen Stutter-Effekt habe. Ich lade mir hier auch mal wieder eine Instanz von diesem Tremolo rein, lass es auf Standardeinstellung und um dieses Pad jetzt zu zerstückeln, musst du wissen, dass wenn du hier Symmetry auf 50 hast und Smoothing auf 0, dann wird die Wellenform rechteckig und somit kannst du das zerstückeln. Ja? Ich gehe hier auch wieder auf meinem Phase hier auf 0, dass wieder sich beide Kanäle gleich verhalten. Es ist immer wichtig, das zu machen, wenn du so einen Effekt erzielen willst. Und dann ziehe ich das einfach mal rein. Ich gehe vielleicht hier auf 16 gleich, weil ich es ja zerstückeln möchte, mein Pad hier. Und dann ziehe ich das mal runter, das Smoothing, sodass du dann langsam diesen zerstückelten Effekt, diesen Starter-Effekt hören kannst. Wenn du das jetzt hier schon hörst, wie ich mit der Depth herumspiele, also mit dem Umfang der Modulation, mit der Rate, mit dem Notenwert, dann kommt man auf verführerische Gedanken, das zum Beispiel auch mal bei Vocals probieren oder bei Lead Sounds. Und da kann man natürlich sehr, sehr viel mitmachen, wenn man dieses Tremolo automatisiert. Und das machen wir jetzt im nächsten Beispiel. Okay, in diesem Beispiel möchte ich jetzt Lead Vocals so zerstückeln oder zum Stottern bringen, wie dieses Pad, das ich hier vorne eingesetzt habe, allerdings etwas langsamer. Hören wir mal kurz rein in das Beispiel. Also so ein bisschen so eine atmosphärisches Arrangement hier, das ich mir durch Logic's interne Loops zusammengestellt habe und mit einem Vocal Sample. Und jetzt möchte ich dieses Vocal Sample hier einfach rhythmisch ein bisschen sich bewegen lassen zu diesem Groove hier. Und dazu habe ich mir das hier schon wieder eingestellt. Ich bin bei Symmetry auf 50%, Phase ist wieder auf 0, Smoothing runtergedreht, ja, dass ich einen Stotter-Effekt erzielen kann. Naja, und jetzt kann ich im zweiten Teil von diesem Gesangspart, kann ich jetzt mit der Depth runterfahren und sollte meine Vocals dann wabern lassen zum Rhythmus. Hören wir uns das mal an. Ja, wenn du jetzt hier noch mit der Rate rumspielst, dann kannst du natürlich noch viel krassere Effekte erzeugen. Das musst du machen, indem du das über Automation zum Beispiel einzeichnest. Also ich könnte jetzt hier die Depth automatisieren, indem ich hier einfach in den Latch-Modus gehe und zeichne das, was ich jetzt gerade manuell gemacht habe, einfach mal auf.
so weiter. Um es jetzt noch krasser zu machen, kann ich hier an der Rate rumspielen, wie ich das vorher schon angedeutet habe, bei dem Pad. Und dann kannst du da noch viel abgefahrenere Sachen damit machen. Ja, auch das zeichne ich jetzt gleich auf. Okay, also da kannst du wirklich coole Effekte damit erzeugen. Ich finde, es ist ein recht einfach zu bedienen, das Plugin mit diesem Tremolo hier. Man kann das natürlich auch auf Lead-Sounds machen. Das habe ich dir jetzt hier schon mal vorprogrammiert. Ja, auch da habe ich es eingezeichnet, direkt schon die Automation. Werde ich mal größer machen so ein bisschen. Und das hört sich dann so an. Das ist jetzt hier ein Lead-Sound. Okay, also zum Beispiel sowas und du kannst es auch auf ein Piano machen. Also ich habe es auch hier bei einem Piano probiert und da kannst du es auch zum Groove mitwabern lassen sozusagen. Ja, dass es im Hintergrund verschwindet. Sehr interessante Effekte, also die du mit so einem recht einfach aufgebauten Plugin erzielen kannst. Aber denk immer dran, Effekte sind erstmal nicht so wichtig für einen guten Mix. Für einen guten Mix brauchst du erstmal deine Hauptwerkzeuge, einen guten Rough Mix, die richtige Bearbeitung mit EQ und Kompression. Denn sonst ist es hier zum Beispiel bei diesen Vocals hier, bringt es dir nichts, wenn du tolle Effekte drauf hast, aber du hast mit dem EQ nicht richtig gearbeitet. Wenn du lernen möchtest, wie du mit dem EQ richtig arbeitest und wie du deinen EQ für die Vocals in 5 Schritten perfekt einstellst, dann empfehle ich dir mal ein PDF Vocal EQ. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Kennst du den Tremolo-Effekt? Verwendest du den manchmal? Und wenn ja, wie? Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Dann endlich wieder im Tonstudio. Bis bald.